Ja, mein Name ist Sabine Wild. Ich bin in Münster in Westfalen aufgewachsen und lebe seit 1985 in Berlin. Habe Germanistik, Linguistik und Spanisch studiert und habe erst relativ spät zur Fotografie gefunden. Habe bei der Bundesarchitektenkammer gearbeitet und als Studentin immer in Architekturbüros gearbeitet und habe da für mich die Leidenschaft für die Architekturfotografie entdeckt. Diese Ausstellung beschäftigt sich mit chinesischen und deutschen Fotografiekünstlern, Fotokünstlern, zwei chinesische und zwei deutsche Künstler. Und es geht in dieser Ausstellung darum, chinesische und deutsche Fotografie zusammenzubringen. Diese Arbeiten beschäftigen sich mit dem Thema Megacities. Speziell hier handelt es sich um Collagen. Und zwar sieht man den städtischen Hintergrund, den habe ich in Hongkong aufgenommen. Und ich habe dann diese Hongkong-Aufnahmen mit Waldaufnahmen kollagiert. Und zwar geht es mir sozusagen um die Frage, wie werden wir zukünftig in Megacities leben? Also diese Bilder kann man auf zweierlei Arten interpretieren. Zum einen könnte man sich vorstellen, die Natur erobert sich den Stadtraum zurück. Zum anderen könnte man aber sich auch vorstellen, es gibt relativ viele Bestrebungen in der Architektur in Megacities mit vertikaler Bepflanzung, um sozusagen die Luft reiner zu bekommen, um den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. Und ich finde, diese Bilder kann man auf diese beiden Arten und Weisen interpretieren. Ja, mein Name ist Mario Dollinger. Vor 13 Jahren habe ich in der Ostkreuzschule für Fotografie eben Fotografie studiert. Meine Professorin war Ute Mahler. Also meine Arbeit Les Bons Vacances rührt eigentlich von einer Idee her. Ich bin damals in den Urlaub gefahren, nach Malaga, nach Spanien. Ich wollte eigentlich, wie jeder es hat, wieder ein wunderschönes Fotoalbum von meinem Urlaub haben. Und habe dann aber festgestellt, dass wenn man sich schon so intensiv mit Fotografie beschäftigt hat, man kann nicht mal zurückkehren zu dieser Zeit, wo man wie ein Laie oder wie man ungeübt fotografiert hat. Also ich konnte meinen eigenen naiven Ansprüchen nicht gerecht werden. Und habe dann das einfach gehen lassen, sein lassen. Mein Name ist Sina Zielke. Ich verantworte das Marketing bei der Insitu Immobilienkonzepte GmbH. Insitu ist ein Berliner Immobilienvertrieb. Wir vermitteln Eigentumswohnungen in besten Innenstadtlagen. Unser Büro befindet sich in der Grollmannstraße. Wir sind kompetenter Ansprechpartner für alle Themen rund um die Eigentumswohnung und um Ihre Wunschimmobilie. Kunst ist seit der Gründung von Insitu für uns ein großes Thema. Für uns sind Immobilien eine Wertigkeit und Kunst ist es für uns auch. Für uns liegt es nahe, die beiden Themen miteinander zu verknüpfen. Die chinesische Kunst ist für uns von großem Interesse. Wir haben zum Beispiel ein Projekt in Berlin Tiergarten, das heißt Lütz, das sehen Sie hier auch im Hintergrund. Wir haben in diesem Projekt viele Käufer aus Asien, insbesondere aus China. Daher war uns die Unterstützung der Ausstellung Crossing Berlin-Chengdu ein Herzensprojekt.